Hallo, ich bin Oliver Gies und ich habe den Paul McCartney-Song Ebony and Ivory, den er zusammen mit Stevie Wonder gesungen hat, für gemischten Chor arrangiert. Kommt jetzt. Ebony und Ivory, das sind Elfenbein und Ebenholz, aus dem früher die Klaviertasten gemacht wurden. Schwarz und Weiß. Und Paul McCartney fragt, Schwarz und Weiß auf dem Klavier in wunderbarer Harmonie, da gibt es überhaupt kein Gezicke. Warum ist das denn eigentlich zwischen uns Menschen nicht so? Der Chorus beginnt bei mir mit der Melodie im Alt. Ebony und Ivory. Dann kommt der Sopran dazu. Live together in perfect harmony. Dann kommt der Tenor dazu, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Da ist dann auch noch der Bass dabei. Das habe ich mir so gedacht, als wäre das so eine Frage, die man sich stellt. Und dann steckt man andere Leute damit an und sagt, weißt du das? Nee, weiß ich auch nicht. Kommt der Tenor dazu, sag mal, hast du da eigentlich schon mal drüber gedacht? Sagt der Tenor, nee, stimmt eigentlich. Dann kommt der Bass dazu. Also wie so eine Welle, die den ganzen Chor erfasst, sodass die Botschaft dann schließlich von allen nach außen getragen wird. Side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? Ganz hübsch finde ich ja den Instrumentalteil im Original, bei dem Stevie Wonder diese Linie auf dem Keyboard spielt. Das habe ich aufgeteilt auf Alt und Tenor, jeweils mit Text. Live in harmony, sodass also diese beiden so gegensätzlichen Stimmen, Tenor, Alt, in Harmonie miteinander singen. Ist das nicht wunderschön? Why don't we? Why don't we? Oh, living in perfect harmony. Oh, ebony, ivory, ivory, live in perfect harmony. Wie eigentlich immer habe ich auch hier versucht, dass das Stück für alle gleichermaßen spannend ist. Dass es keine Stimme gibt, die einfach nur mitsingen muss, damit die anderen glänzen können, sondern jede Stimme hat so ihre Momente. Ansonsten würde ich mal sagen, das Stück ist nicht mega schwer, aber auch nicht so super einfach. Das ist so im Mittelfeld. Da gibt es schon einige wirklich sehr hübsche Harmonien drin. Wenn man die raus hat, dann kann man sich da richtig schön drin baden. Der Sopran ist immer mal wieder geteilt, sodass man also kein Quartett, sondern schon mindestens ein Quintett bräuchte, um das Stück hier zu singen. Und dann glaube ich aber, dass man wirklich eine Menge Spaß damit haben kann, wenn ich das mal so sagen darf. Why don't we all lie side by side on my piano keyboard? Oh Lord, why don't we? Ivory side by side. Gibt es überall im Notenfachhandel, unter anderem auch bei mir. Und ich habe auch Teach Me Files dazu, gesungene Teach Me Files. Die könnt ihr einfach so haben. Wenn ihr das Stück bestellt, dann gebe ich euch die einfach so für lau dazu. Wenn ihr das Stück jetzt nochmal ganz hören wollt, da kommt's. Piano keyboard, oh Lord, why don't we? We all know that people.
Perfect harmony, oh Emily, live in harmony, live in perfect harmony, oh Emily, live in harmony, live in perfect harmony, oh Emily, live in harmony, 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 live in harm